und sich schon zahlreiche Faschingsnahen anstellen würden. Oh, das ist denn ein Wüthi? Hey, du bist der Pferd. Pferd? Herzlich begrüßen auch zu unserem Maskenball. Wir stehen da, die Wahl ist rar. Aber trotzdem haben wir das Glück, dass unser Ortschronist, der Albert Kern, alles brav mitgefilmt hat. Und so haben wir heute die letzten Jahre Faschings Samstag im Video und im Fernsehen. Und da möchte ich euch natürlich eine Botzengaudigkeit wünschen und viel Spaß den heutigen Faschings Samstag oben. Gute Unterhaltung! Unser erster Auftritt wird auch, wie ich gerade merke, im Fernsehen live übertragen. Baumgartenberg TV vor unserer Bühne. Herzlichen Gruß unseren Kameramann Albert Kern. Yeah!
dann war wahrscheinlich der Chines gar nicht verkleidet. Und in Österreich ein guter Tischbrand. Wir weinen ein und ein Korn ein, ja, wir beleiden, dass wir
startet beim Oberfrauen runter in den hohen Schuss. Ja, und über den hohen Schuss geht es jetzt hinunter mit über 130 Sachen über die B3 und dann wird es reit vorbei. Und sie kommen und sie kommen und es geht sich aus, meine Herren, es geht sich aus. Wir haben Gold! Gold! Gold für Österreich! Gold für Österreich! Angeblich die Ortstafeln verrücken. Ja, das passt nicht zu Kärnten. Die verrückten Ortstafeln. Takoje Brau, Snechane Table. Du, angeblich will er die Ortstafeln um einen halben Meter verrücken. Ja, warum denn das? Ich denk noch, jede Woche einen halben Meter, dann stehen sie am Ende des Monats in Slowenien. Richtig, und er hat kein Problem mehr. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. Stand up for the champions, for the champions. Stand up. Yeah.
Luft da drin.
haben wir nicht da wieder eine ganze Menge Post bekommen die letzte Woche? Jawohl, Majestät. Der Musikobmann der Gardemusik beschwert sich, dass er ihm, der Fürst, schon 25 Jahre eine Musikschule verspricht. Und bis heute sieht man überhaupt noch nichts. Seit 25 Jahren? Ja, da kann es wohl nicht mehr so lange dauern, Pfeifenschlange. Dann, die Bühne ist frei für euch. Yeah.
scheiß auf den scheiß Meierkalender. Das haut überhaupt nicht hin. Wir haben ja 2013. Es ist nicht immer leicht, ein Mensch zu sein. Farmer stop, work, 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 work and farmer stop. Farmer stop, work, 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 work and farmer stop. Zur Eröffnung des neuen Musiktheaters in Linz, die Uraufführung der Oper. Der Wildschütz von Karl Maria von Jäger. Die Wunden sind verbunden, gestillt ist das Blut. Das Pferd hat's überwunden, aber die Sau, die ist fort. Im Leben, die Wände Schuss überleben. Wir denken, noch beten, die echte Danke Herr Kehr, ich bin sehr zufrieden, eine Wahnsinn Veranstaltung, also bin begeistert, diese Stimmung, diese Freude, Schätzspiel gut gelungen, tolle Preise, tolle Bewegung. Karl Witz gegangen heute. Wir haben souverän das Ganze gemanagt, wir haben gut so. Super, das ist Österreich, viel Spaß noch. Erster Platz, das hat Sinn, oder? Was sagst du dazu? Ja, es ist natürlich super, aber ich würde sagen, das ist nicht das Wichtigste, weil das Wichtigste ist, dass man Gari hat dabei, dass er Gari ist, man kann es auch machen, beim Jasner heute noch. Natürlich ist es super, und wenn man den ersten Platz auch noch macht, das ist dann so der Bonus. Thank you.
besondere Darbietung wird das, oder ist das Labyrinth im Kloster mit allen Segnes zu befahren. Kein Problem für jedermann und jede Frau. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich bin gewohnt, ich schaue nicht so nichts. Aber wenn soll ich da gleich, da gibt es noch was super Schöneres, gell? Da gibt es nämlich noch die Schneewittchen. Mit den sieben Bergen, mit den sieben Zwergen. Die sind ja viel, viel schneller wie du. Also, halt über die Häuser. Ausstellungspräsidium, Machner, grüß Gott. Wer spricht da? Landhaus. Achso, der Herr Landeshauptmann. Ja, grüß Gott, schön, dass Sie anrufen. Kommen Sie auch zur Eröffnung von der Landesausstellung? Ah ja, achso, was? Was verschoben? Auf 2022 verschoben? Ja, wieso denn das? Achso, weil wir uns sehr strauchelnd, versunken und aufgetaucht. So ein Blödsinn. Und wir können uns hinten anstellen. Tiefensturz, was heißt das jetzt, Tiefensturz? Ach so, 2082 statt 2028. Nein, jetzt hau ich ihn. Na gut, danke. Super, super.
machen müssen. Wir waren froh, haben uns jetzt einmal wer helfen und die Prüfung für uns übernommen. Wir lösen auf, das Aspekt ist ein Strauß-Anus. Heute! Was ist denn Braune? Wir lösen auf, das ist ein Giraffenauge. Na, wie ist das? Lass uns nochmal ausschauen. Sehr gut. EGB Spatenstichkomitee. Also, unsere Ortsfloristin samt Anhang, die wir euch da jetzt präsentieren. Ganz eine super Sache, passt zum heutigen Abend natürlich, vom Harald B. und vom Gerhard F. So ein kleiner Probenraum, war halt nicht schlecht. Haben wir uns auch schon Blumen geschickt, wie sowas ausschauen soll. Machen wir 200 Dollar aus!
Fans die Zeit gefunden haben, unsere Fußballer hier zu begrüßen. Fußballer kann man ja fast nicht mehr sagen. Europameister 2016. Yeah.
Was steht denn? Was, wieso, dass er steht? Hast du auch schon einmal etwas gelesen von einer Handbremse? Nicht aus Kapolin und am Leib drin.